genauso zu Hause. Dankeschön. Es bleibt noch ein Beitrag. Ich freue mich, dass der Nachwuchswettbewerb so gut ankommt bei Ihnen zu Hause und hier in der Halle. Jetzt fehlt noch ein Beitrag. Alle guten Dinge sind drei, haben wir heute schon gelernt. Der österreichische Beitrag kommt aus der Steiermark und dort schaut es so aus. Ja, hallo, ich bin der Backer Franz. Und ich der Backer Mario. Zusammen sind wir Cousins und sind wir die Backerburen aus der schönen Weststeiermark. Ich genau komme aus Volzberg. Und ich aus Bernbach. Die Weststeiermark liegt ca. 40 Kilometer westlich von Graz. Man kann sehr gut wandern. Und natürlich auch das Bundesgestüt in Biber, das ist da hinten gleich ums Eck. Ja, jetzt sind wir da bei mir daheim. Im Hintergrund seht ihr meine Eltern und meine Großeltern. Ich muss sagen, sie haben relativ viel Geduld mit uns, weil doch relativ viele Freunde auch zu uns heimkommen, zum Musizieren eben. Und das stört sie eigentlich gar nicht. Im Hintergrund seht ihr meine Familie. Meine Schwester ist jetzt beim Semifinale beim Kitty Contest dabei. Mein Vater spielt auch beim Södingtal Trio, meine Mutter auch bei den Olsnitzer Dirndl. So, jetzt spielen wir doch schon 4 Jahre, sagen wir nicht. Mindestens 8 Stunden Proben am Tag. Wenn nicht 25. Aber was das noch viel lieber ist, da haben wir gleich mal einen Schnaps nachher. Ich glaube ja. Das tun wir voll jeden Tag. Und was mir persönlich ganz besonders gefällt, ist, dass der Musikantenstall in München stattfindet, weil das nämlich mein Geburtsort war und ich die ersten 3 Lebensjahre dort verbracht habe. So, und jetzt wollen wir noch was sagen. Wir sind die Fans und wünschen uns den Backerburm alles Gute! Ja, haben Sie das gesehen? Die Fans sind schon mit den Burschen unterwegs und hier stehen sie, beide 17 Jahre jung, und sie spielen. Können Sie schon jodeln? Können Sie schon jodeln? Ach, das ist nicht schwer. Glauben Sie mir jedenfalls, da braucht man keinen Kopf im Hals. Können Sie schon jodeln? Hören Sie mal her. Ich jodle Ihnen etwas vor, dann jodeln wir im Chor. Jodeln ist doch wirklich herrlich und auch gar nicht so beschwerlich, seit es die Jodlerschule gibt, drum ist es so beliebt. Können Sie schon jodeln? Ach, das ist nicht schwer. Glauben Sie mir jedenfalls, da braucht man keinen Kopf im Hals. Können Sie schon jodeln? Hören Sie mal her. Ich jodle Ihnen etwas vor, dann jodeln wir im Chor. Von den Schülern bis zum Meister ist dann jeder sehr begeistert. Jeder kriegt seinen Schulabschluss vom Lehrer einen Kuss. Können Sie schon jodeln? Ach, das ist nicht schwer. Glauben Sie mir jedenfalls, da braucht man keinen Kopf im Hals. Können Sie schon jodeln? Hören Sie mal her. Ich jodle Ihnen etwas vor, dann jodeln wir im Chor. Große Stars, die Stimmung machen können hier in der Olympiahalle, unsere Nachwuchskünstler. Und wenn Sie zu Hause denken, der Fernseher lief zu schnell, nein, das gehört so. Die jodeln wirklich so geschwind. Das war der österreichische Beitrag, meine Damen und Herren. Und Sie wissen längst, was zu tun ist. Bitte, liebe Fernsehzuschauer, rufen Sie jetzt an. Sie wissen, Sie selber können auch gewinnen, aber ganz wichtig ist natürlich, dass Sie für unsere Nachwuchskünstler